Migration, Riesenthema. Auch Absolut. Wieder für die Bundesinnministerin, die ja in den nächsten Wochen im Wahlkampf in Hessen unterwegs ist. Das heißt, irgendjemand muss das Thema dann übernehmen. Der Bundespräsident Steinmeier sagte gestern auf seiner Italienreise, Deutschland ist an der Belastungsgrenze. Hat er recht? Wir sprechen ja mit vielen Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeistern, Landräten in meinem eigenen Wahlkreis. Genau. Durchaus. Ist alles voll bei Ihnen, ne? Durchaus, Kreis. Genau. Und sind da natürlich im ständigen Austausch. Die Bundesregierung, die Ampelregierung hat wesentliche Dinge vorangebracht mit der Beschleunigung der Asylverfahren, mit der Erhöhung von Beschleunigung von Rückführungen auch. Aber eben, Beschleunigung von Rückführungen? Ja. Tatsächlich sind mehr, also sind die, ist wie, die Zahl wie, der, wie viele? Ist die Zahl der Rückführungen angestiegen von einer kleinen, von einem kleinen niedrigen von Niveau. Von wie viel auf wie viel? Das ist vollständig richtig. Das ist ja Aufgabe der Bundesländer, Rückführungen durchzuführen. Aber von wie viel auf wie viel? Das sind sehr, sehr kleine Zahlen, aber sie sind gestiegen. Welche, das ist ja kennen auch, Sie die Zahl? Es ist ja, ich kenne die Zahl, aber die müssen wir jetzt hier nicht ausführen. Wir müssen drauf blicken, ob es vorwärts geht, ob es ja, besser die Leute wird. Wollen das ja wissen. Ich würd, Nein, darum kann es nicht gehen, dass wir jetzt hier diskutieren, wie viele Rückführungen in welchem Bundesland durchgeführt worden sind, mit welchem Erfolg von welcher Ausländerbehörde. Sie sagen, es ist gestiegen. Relevant gestiegen. Um 27%, soweit ich weiß. Aber das ist doch nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass Na wir doch, viel beigetragen haben.